Ich begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal und heute schauen wir uns mal Definitely Not Fried Chicken an. Ein neues Spiel, was heute erscheint auf Steam im Early Access. Und ja, ich habe das Privileg, das bereits ein bisschen früher zu spielen, kann es euch aber erst heute beim Release zeigen. Und ja, um was geht es in dem Spiel? Man sieht im Hintergrund da schon gute Ausschnitte daraus. Es kann leicht verstörend sein, sag ich mal, und hat ein bisschen... paar Eckpunkte drin, die ein bisschen, ja, die man nicht ganz so hinterfragen sollte. Aber man baut quasi ein Imperium auf an Firmen. Einerseits solche, die gut dastehen in der Bevölkerung, wie so eine Art KFC, da gibt es auch ein Waschsalon und so weiter und so fort. Aber das eigentliche Geschäft ist das Schattengeschäft. Denn ihr seht da schon, da produziert man auch ein paar andere Pflanzen im Hintergrund. Und da geht es darum, hier die Balance bei beiden Geschäften zu halten und auch zu schauen, dass man natürlich erfolgreich ist dabei, was das angeht. Das ganze Spiel ist gefühlt sehr groß. Ich habe erstmal nur kurz reingespielt, damit ich schon ein bisschen was darüber weiß. Und ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Ich gebe einen Namen mit Tutorial, Spiel starten. Gestern war es noch nicht auf Englisch übersetzt. Heute kam ein Update und es ist auf Deutsch übersetzt, meine ich. Das Spiel kommt aus England, von 3 Entwicklern gemacht etwa. Und ja, jetzt ist es auf Deutsch übersetzt. Ich kann aber nicht sagen, wie gut, das werden wir gleich sehen. Aber ich hoffe mal, möglichst übereinstimmend. Und im ersten Teil werden wir jetzt mal beim Tutorial kennenlernen, um was es im Spiel geht. Man kann es auch vergleichen, kann ich euch ehrlich sagen, wie wenn ihr GTA, also Grand Theft Auto, ein bisschen nehmt, aber als Tycoon-Version. Denn wir werden gleich auch eine Map haben, quasi eine Stadt. Und wir können da verschiedene Grundstücke kaufen. Und wir können an diversen Ecken unsere Geschäfte eröffnen und auch tätigen, natürlich. So, dann warten wir mal, bis es geladen hat. Da sind wir nun. Da scheint es zu beginnen. In Paradise City sind wir, genau. Hier sind die Straßen sauber, nicht mehr lange. Die Wirtschaft brummt. Und dem Exportmarkt geht es gut. Genau. Jeden Tag werden neue Gebäude hochgezogen. Und die Leute gehen gerne einkaufen. Das ist doch schön. Fabrikarbeiter nennen die Stadt ihr Zuhause und leben Seite an Seite mit Büroangestellten. Alles dank der soliden Kommunalverwaltung. Genau. Du bist quer durchs Land gezogen, um Teil dieser wohlhabenden Gemeinde zu werden und wirst einen Hähnchenimbiss managen. Und da wird uns jetzt in erster Stelle gezeigt, wie der Teil des Hähnchens funktioniert. Und das zeigt uns jetzt hier der Major. Aber wir dürfen ihn auch Boss nennen. Er zahlt uns 50.000 US-Dollar, wenn wir den Laden wieder flott machen. Und somit lernen wir dann, wie das geht. So, wir kennen es. Ich kann mich hier so bewegen. Ich kann rein, raus zoomen. Umfahren. Hier auch die Maus so bewegen. Man kann auch einstellen da oben, wie die Wände angezeigt wird. Also alles da. Genau, das kennen wir. Ich liebe kleine Hühner. Die sind so niedlich und lecker. Platziere einen Hühnerstall in der Küche des Restaurants. Ja, ihr habt richtig gelesen. Das wird hier... es wird direkt in der Küche wird der Stall sowie auch die Verarbeitung platziert. Deshalb sage ich ja schon, nicht nur... nur schon dieser Teil hat ein bisschen was Crazyhaftes hier an dem Ganzen. Gut. Jetzt sollen wir hier aufs Baumenü gehen. Bauern, wir brauchen hier die Küche und brauchen da den Hühnerstall. So, da kommt er dahin und dann seht ihr, da leben die friedlichen Hühner. Es hat auch so eine Oldschool-Grafik-Style. Ihr werdet gleich die Arbeiter sehen, die haben auch so ein bisschen das. Jetzt brauchen wir einen Mixer in der Küche. Der fehlt uns noch. Wird der auch angezeigt hier. Da ist ein Mixer, das sind dann die Rezepte, was es so in der Küche gibt. Platzieren wir auch dahin. Ich sage euch ehrlich, ist für den Anfang gar nicht mal so relevant, dass man jetzt hier gut mitkommt. Erstmal, dass man einfach das Menü versteht, das ist schon mal wichtig. Genau, wir brauchen ein Gerät pro Arbeitsschritt hier, bis dann das fertig rauskommt. So, die letzten Arbeiter sind leider davon gelaufen, deshalb brauchen wir neue. Und da stellen wir hier die ein und geben einen ein und geben diese Aufgaben denen zu. Noch ein Arbeiter bekommt die Kasse. Als Aufgabe. Dann brauchen wir einen Ingenieur, der wird nämlich die ganzen Geräte warten, die hier im Laden stehen, und eine Putzkraft, die hier den Laden sauber hält. Man kann einen Arbeitsplan machen, wo
quasi bestimmen ist, wer was wie arbeitet. Auch das ist ja am Anfang jetzt gar nicht relevant eigentlich, sagen wir es mal so. Aber das ist auch im Spiel drin. Gut, den kann ich jetzt hier zuweisen. Unsere Angestellten werden ihren Job zwar hoch motiviert bis an ihr Lebensende machen. Allerdings haben sie auch nervige Bedürfnisse. Sie brauchen eine Toilette für ihre Hygiene und einen Pausenraum, um sich von spaßigen Arbeiten zu erholen. So. Jetzt wollen wir das Fleckchen Erde hinter dem Gebäude hier. Wollen wir jetzt dafür nutzen. Und wir sollen jetzt hier was hinbauen in der Richtung. Und zwar können wir jetzt hier aufs Bauen gehen. Können dann den Raum wählen, eine Toilette. Können hier diesen Button klicken und dann habe ich die Möglichkeit, auf dem Boden Räume zu bauen. So wie man es aus anderen Spielen kennt. Ist einfach ein bisschen kombiniert gemacht, sag ich mal so. So, dann möchte er hier, ich weiß gar nicht wie, wahrscheinlich so, die Toilette haben. Es braucht eine Tür hier im Raum. Und sie brauchen auch ein Waschbecken hier. So wie, ich glaube, einen Händetrockner brauchen sie ebenfalls. Ganz genau. Das gehört hier mal zur Toilette dazu. Dazu brauchen sie auch einen Freizeitraum. Hier dasselbe bauen wir so zusammen. Braucht ebenfalls eine Tür in die Küche direkt. So wie hier ist dann ein Fernseher. Ich glaube, es war hier der Kaffeeautomat. Genau. Und irgendein Sofa. Das da. Stellen wir einfach mal dahin. Dann hat sich das schon mal erledigt für die Mitarbeiter, für immer. Und jetzt geht es um das Geld verdienen. Jetzt müssen wir hier den Laden öffnen. Und dann ist er auch schon offen. Dann haben wir ihm da geholfen, das zu machen. Und er sagt jetzt mit anderen Worten, du bist gefeuert. Denn jetzt der Laden so flott gemacht, das hätte er nicht alleine geschafft. Jetzt ja, werden wir auf die Straße gepackt. Was ein guter Manager. Aber naja, das hilft uns jetzt natürlich zu einem anderen Schritt. Da schreibt unser Anwalt. Und er hat eine Gruppe Interessenten, die gerne eine Produktion von Rauschmitteln für den Freizeitbedarf steigern würden. So. Und die haben erfahren, dass wir uns um Gelegenheiten umsehen auf dem Arbeitsmarkt. Und da haben wir natürlich Interesse. Und es gibt hier diverse Gebäude in der Stadt. Also das ist eine Karte. Ich kann zwar, ich glaube, es gibt keine, ich kann euch gerade noch nicht die Karte zeigen. Aber es ist alles hier in der Stadt. Dann gibt es einen Waffenladen. Da gibt es Waffen und Fallen. Es gibt auch einen Schrottplatz. Gibt es ganz nützliche Objekte. Und hier ist ein Park, wo interessanterweise Grundstücke frei sind. Und da können wir jetzt mal, bekommen wir von ihm zwei Grundstücke kostenlos. Die finden wir hier. Und jetzt seht ihr, das sind quasi die Grundstücke hier über den ganzen Park hinweg. Und er bietet uns diese zwei unten kostenlos an. Und später, ihr seht, da können wir für 11.000 können wir da weitere dazu kaufen, so gesehen. Pro neuem Grundstück kannst du außerdem zwei weitere Angestellte für deine Hühnchenfabrik anheuern. Genau. Und jetzt müssen wir hier, einerseits, da brauchen wir jetzt eine Straße. Man kann auch auf diesen Grundstücken bauen. Die platzieren wir jetzt dahin. Ihr werdet gleich sehen, warum. Dass wir da eine Straße brauchen. Genau. Und jetzt gibt es hier eine Produktion, die wir da hinstellen. Einerseits braucht es da mal einen Raum, der zum Beispiel hier ist. Mit einer Tür natürlich. So. Und einer grundlegenden Produktion. Einmal das da so hin. Das gar nicht. Den hier hin. Und den hier. Alles hat Stats, wie ihr seht. Genau. Produktionskette ist abgedeckt. Und jetzt können wir aber, also ich bin auch, ich will nur noch mal sagen, davon distanziere ich mich, ich bin kein Experte, was das angeht. Ich finde einfach, muss ich ehrlich sagen, das Spiel ist recht interessant gemacht, was ich bisher gesehen habe. Und da darf man auch mal so ein Spiel spielen, sage ich mal. Also, jetzt können wir die Produktion verbessern. Und zwar, wenn wir hier Lichtstrahler in der Nähe platzieren, weil ja dann das Licht da ist und die Pflanzen besser wachsen. Sie verraten uns, wenn wir hier drauf gehen, die idealen Bedingungen. Ihr seht, 4 Leuchten ist ideal. Aktuell ist 0 Leuchten, also kein Licht. Und das müssen wir jetzt ändern. Da gibt es hier sowas wie ein schwaches künstliches Licht. Was wir dann hier so hin platzieren. Genau. Und jetzt ist es so, jetzt seht ihr, ist es abgedeckt. Aber
diese Lichter, die haben auch immer Kosten, also Emissionen so gesehen. Und auch nach draußen, denn man soll ja auch nicht so auffallen, wenn man es so sagt. Und deshalb können wir jetzt gewisse ein bisschen modifizieren, dass die nicht so stark leuchten. Hier, außerhalb des Baumenüs, auf die Lichtstrahler klicken und diese auf die Stufe 2 herunterfahren. Ihr seht, da reduziert sich da die Ausgabe pro Tag. Das wäre mal das. Und wenn wir jetzt hier, da gibt es Grafiken, wo es anzeigt, wie viel Licht da ist, dann sehen wir, dass, ja, dass hier jetzt nur 2 Licht ist, aber da 4. Wir können ja später gleich ändern, das ist ja kein Problem. Das passt ja so. So, deaktivieren wir. Das sind alles Overlays, die man sich anzeigen kann. Da seht ihr schon mal, wie weit das geht. Glückwunsch, deine Farm produziert jetzt exzellentes Gewächs. Für höhere Qualität bekommst du auch mehr Geld. Das ist so. Ihr seht, der ist noch auf schlechtere Stufe. Die sind aber ideal. Das ist gut. Außerdem müssen wir ein paar Arbeiter einstellen, die aus diesem Samen Profit schlagen. Beginnen wir mit 2 Arbeitern. So, da kommt wieder das Arbeitsfenster. Wir holen uns 2 Stück. Die sind hier zum Arbeiten und zum Ausliefern. Es gibt aber noch diverse andere Aufgaben und Objekte, denn ja, man sieht in den Trailern bereits, das gibt riesige Hallen später. Also ja, das ist so die Sache. Wir können diese auch ein bisschen spezialisieren. Jetzt seht ihr mal die Grafik, wie die Arbeiter hier haben. Und zwar, die haben auch Slots. Die haben Kopf, Brust, Hand und Fuß. Und bei der Hand können wir denen zum Beispiel Gartenhandschuhe geben. Dann sind sie nämlich effizienter. Und man sieht die, glaube ich, genau sogar. Ah, sollen wir nur einmal geben. Ja komm, wir geben gleich 2-mal hier. Ja, ihr seht, dann hat er da rote Hände. Und so ist er effizienter, wenn er sich da um Pflanzen kümmert. Jetzt brauchen wir natürlich einen Lagerraum, damit wir das ganze Zeugs verpacken und ausliefern können später. Und das ist da das Nächste. Also gehen wir hier aufs Lager. Machen da einen Raum. Nehmen da wieder eine Tür hin. Genau. Da gibt es hier eine einfache Verpackstation, die ich mal da so 2-mal hinmache. Und da gibt es ein Lagerregal, was wir uns da so hinstellen. Genau. Jetzt sind wir eigentlich in der Lage, das Ganze so zu verarbeiten. Du musst eine Wache anheuern und bewaffnen, um deine Produkte zu beschützen. Ja, das ist natürlich in diesem Gewerbe etwas schwer. Deshalb brauchen wir hier, wir müssen erstmal hier hin, eine Wache. Der Wache, den weist man natürlich in der Hand einen Baseballschläger zu. Was denn auch sonst? Das muss natürlich so sein. Jetzt sind die ein bisschen geschützt. Und der läuft jetzt hier die Anlage ab. Man könnte der aber auch einen Weg zuweisen, so gesehen. Und jetzt brauchen wir noch Fahrzeuge, um das Ganze auszuliefern. Das heißt, wir gehen hier auf Garagen. Aktuell haben wir hier nur ein Moped. Und jetzt seht ihr, warum wir hier eine Straße bauen mussten, weil die Garage muss natürlich an der Straße sein. Und es geht nicht da draußen, sondern es muss intern in der Anlage eine Straße sein. Jetzt sind wir fast schon bereit. Wir haben aber noch keine Telefonnummer, wo man anrufen kann. Deshalb brauchen wir jetzt was für das. Genau, jetzt können wir hier oben Monumente auswählen. Es gibt diverse in der Stadt. Ein Fitnesscenter, eine Baustelle, Pfandverleih, Ordnungsamt, Reklametafel. Und auch ein Kundentelefon, also eine Radarstation. Und die kaufen wir jetzt für 5000. Und da haben wir jetzt 25 Signalstärke hier in der Stadt. Jetzt können wir hier auf die Karte schauen. Das ist die Map, die wir aktuell sehen. Wir können hier das Telefon einschalten. Und jetzt ist die Nummer quasi aktuell. Jetzt können Leute auf die Nummer anrufen. Jetzt haben wir da bereits 3 Kunden, die da angerufen haben und bestellt haben. So, sie bezahlen mehr und sind mit Standardqualität sehr zufrieden. Er meint, einen Unterschied erkennen sie sowieso nicht. Was machen wir jetzt? Wir haben hier, das ist unser Areal, hier das große. Und ihr seht, einer ist da oben, einer da, einer da. Und wir klicken jetzt hier drauf. Und dann seht ihr, wird der Weg automatisch vorgegeben. Wir können jetzt hier auch zum Moped springen und dann sehen wir, wie der unterwegs ist. Der ist jetzt hier vorne irgendwo losgefahren. Ah ja, da unten sind wir hier. Fährt dann hier durch den Park durch, einmal darüber und ist unterwegs. Ich kann es auch verschnellern und so weiter und so fort. Wir sehen auch auf der Karte, wie er so unterwegs ist. Er steht natürlich auch im Stau, weil die Stadt, die lebt ja auch. Also da fahren auch andere rum. Da ist auch die Polizei im Einsatz überall. Es ist, glaube ich, so 70er, 80er Jahre angehaucht. So ein bisschen in dem Stil.
Passt auch bestens zur Grafik, wenn ich ehrlich bin. So, ich weiß nicht, ob er schon da ist. Nee, ist noch nicht da. Jetzt kommt er hier an. Und dann gibt es natürlich die Person, die da interessiert ist. Der ist jetzt, glaube ich, aus diesem Haus gekommen. Kommt hier hin, holt sich die Ware ab und dann hat sich das erledigt. Ich glaube, haben wir das Geld bekommen. Ja, jetzt ist er wieder unterwegs zurück. Und dann kann er den nächsten Auftrag machen, soweit. Zu Hause angekommen. Haben wir natürlich im Lager schon was vorbereitet. Ware wird wieder eingeladen. Und natürlich, so ein Moped hat nicht viel Platz. Aber das Ding ist ja, man schaltet später natürlich besseres Zeugs frei. Ah, und er braucht zwei Lieferungen sowieso. Das heißt, er fährt jetzt ein weiteres Mal dahin. Da ist er ein zweites Mal angekommen. Da kommt der Typ schon wieder. Wäre jetzt interessant, wenn er jetzt nicht mehr ganz so runter hingelaufen wäre. So, zweite Lieferung abgeladen. Und dann müsste er eigentlich... Ja, genau, jetzt ist er da verschwunden. Zufrieden sein. Wir können da den nächsten dann angeben als Lieferung. So, da geht das Tutorial weiter. Ich habe schon Angst gehabt, dass es sich irgendwie aufgehangen hat. Dein Betrieb läuft mittlerweile reibungslos. Ich werde mich dann empfehlen, was du weitere Hilfe benötigen solltest, steht dir das Ausbildungsprogramm für Kriminelle zur Verfügung. Deine Angestellten werden buchstäblich für dich sterben, wenn du dich nicht um sie kümmerst. Und behalten diesen Major im Auge. Der findet es bestimmt nicht gut, dass du ihm das Geschäft streitig machst. Hier findest du übrigens das Ausbildungsprogramm für Kriminelle. Ja, da können wir uns weiterbilden. Da werden wir einiges... Ja, da kommt er schon. Jetzt kommt nämlich eine gute Sache. Das habe ich schon gesehen. So, genau. Kein Wunder, dass ich dich gefeuert habe. Er schickt eine seiner Jungs vorbei, um uns das ein Hühnchen zu rupfen. Und jetzt seht ihr hier, kommen drei Leute. Ja, da geht's erstmal ab. Da macht unsere Wache hier erstmal nicht so viel. Das dreht sich ein bisschen komisch. Lebt er noch? Nee. Ja. Er hat einfach mal drei Leute vorbeigeschickt, die mal, ja, unsere Bude so richtig aufgeräumt haben. Und ja, da steht jetzt nicht mehr so viel. Ausrüstung kaputt, Leute weg. Das heißt, glaube ich, bis auf die Knochen mehr oder weniger. Und ja, was will man machen? Wir starten wieder bei null Mitarbeiter, so gesehen. So, das Auslieferfahrzeug, den sollten wir aber noch haben. Denke ich mal, der ist gerade hier oben. Denn der gehört nicht zu den Angestellten, der gehört hier dazu. Also den muss man nicht haben. Ja, und somit haben wir bis jetzt das Tutorial fertig gemacht. Wir haben dann hier die Möglichkeit, weitere Dinge zu lernen. Und können dann, ja, bei Bedarf da weitermachen. Aber fürs Erste sollten wir mal hier schauen. Denn wir brauchen jetzt neue Mitarbeiter natürlich. Wir brauchen dringend einen Ingenieur, denke ich. Weil da ist ja alles kaputt. Und wir brauchen zwei Angestellte auf jeden Fall. So, die schon mal das machen. Ich kann die Zeit auch pausieren oder verschnellern, so wie ich möchte. So, guten Tag. Hättest du ein bisschen Kraut für uns? Ich will mal wieder so schwerlos sein wie damals auf dem Mond. So, ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein Riesensprung für mich oder so. Da geht gleich die Rakete ab. So, und er möchte 20. Und wir bekommen einen Astronautenanzug. Das nehmen wir mal an. Und was ihr auch seht, hier gibt es zum Beispiel Grundstücke. Denn, wenn ich da mal auf da gehe, seht ihr, all diese Grundstücke können wir theoretisch kaufen. Und da sind auch immer die bevorzugten Geschäfte registriert. Diverse gibt es da. Also das dann da zu sehen. Und hier seht ihr im Early Access, glaube ich, also in der Version, die rauskommt, sind diese drei Dinge enthalten. Der Waschsalon, der Donutladen und dann Hähnchenimbiss. Die drei Dinge sind da und es wird später ein Hummer-Restaurant, ein Nachtclub oder ein Casino geben, was man da auch noch aufbauen kann. Und wie gesagt, man kann hier einstellen, wie es aussieht. Ich finde diese Ansicht eigentlich am besten, wenn die Wände dynamisch sind. Das passt eigentlich sehr gut. Man kann hier auch die Filter einblenden, jetzt die Produktionsqualität, die akzeptierten Produkte, der Effekt. Und den Zustand kann ich auch ein- und ausblenden, so wie alle anderen Dinge hier. Die Gestelle sind randvoll. Ich denke, unsere erste Investition ist es, ein zweites Fahrzeug zu holen. Ich weiß nicht. Also für die Mitarbeiter brauchen wir auf jeden Fall auch was. Aber ich denke, das ist das Sinnvollste für den Anfang. Zweites von dem, sowie
weiteres Lager hier hinzu, dass da einfach weiter produziert wird und wir ein gutes Lager haben. Klar, wenn wir ausgeraubt werden, bringt es am Ende auch nichts, aber wir gehen jetzt mal nicht vom Schlimmsten aus. Das Ding ist, ich muss jetzt jeden Wagen einzeln managen und ich würde sagen, der da macht diesen Auftrag. Der zweite. Also ich kann jetzt nicht sagen, aktuell lässt sich es nicht automatisieren, ich sag's mal so. Kann aber sein, dass wir das mit der Zeit freischalten. Es gibt sehr viel, was ich noch nicht sagen kann zum Spiel, was wir erst herausfinden müssen. Ja, jetzt wir können, was auch so eine Sache ist, pro Fabrik können wir nur eine gewisse Anzahl an Leute einstellen. Denn wenn wir dann mehr Raum kaufen, vergrößert sich das. Also wenn ich die Fabrik ausbaue hier, das da zum Beispiel, dann kriege ich zwei Arbeiter mehr dazu. Das heißt, wir müssen uns jetzt entscheiden, holen wir uns eine Wache, holen wir uns eine Putzkraft oder nochmals jemand für die Produktion. Und ich denke, wir werden uns die Putzkraft holen, finde ich am sinnvollsten, weil die Wache hat jetzt vorhin nicht wirklich viel gebracht, wenn wir das da gesehen haben. Deshalb denke ich, das ist schon okay. Da läuft ein bisschen im Kreis hier, habe ich so das Gefühl. Obwohl der da hinten ja nötig wäre. Wenn ihr seht, der Boden fängt da schon an ein bisschen dreckig zu werden. Und da ist doch gut, wenn wir da sauber sind. So, der ist unterwegs. Ich muss einfach mal abwarten. Ich habe aktuell keine Ahnung, wie viel Geld man da mit was verdient. Also werden wir sehen, das sind 1000 Dollar. Und da oben kriegen wir ja nicht mal was. Das ist ja nur ein Anzug, den wir da bekommen. Vielleicht noch schnell die Mitarbeiter hier. Die Handschuhe. Hier ebenfalls. Weiß nicht, können wir dem auch was geben? Ah, nichts Geschicktes. Ja, wir können ihm zum Beispiel Koch-Küchenutensilien, das Hühnchen-Hähnchen-Kostüm oder Nikolaus-Kostüm gibt es da. Und ich glaube, das Astronauten-Kostüm ist auch sowas. In der Richtung. Ja, was machen wir jetzt? Ich denke, wenn wir so aufs Grundstück schauen, kriegen wir hier hinten noch was rein? Wenn ich da mal schaue, hier eine Küche nicht, Freizeitraum. Reicht der von der Größe? Zweimal, zwei groß. Ein bisschen schlecht platziert, ehrlich gesagt. Aber ja, müsste schon reichen eigentlich. Da ist es blockiert. Ah. Sollten wir vielleicht den mal schnell wegplatzieren. Dann geht's nämlich. Sehr schön. Und dann ist der Block demnach auch nicht verfügbar. Gibt es auch Fallen gibt es hier, da gibt es Klimaanlagen, diverse Fenster, Türen und da auch sowas. So, und jetzt der Fernseher, würde ich sagen, hier in die Ecke. So wie der Kaffeeautomat hier hin. Und dann ein grünes Sofa hier hin. Ja, müsste ja eigentlich reichen, dass die sich da wohlfühlen. Da geht er sich schon entspannen. Sehr schön. Da wird erstmal ruhig entspannt. Weiß nicht, ja, seht ihr Hunger, Andrang, Spaß, Hygiene, Müdigkeit. Und da so die Dinge. Und hier drüben machen wir doch dasselbe. Einfach für eine Toilette. Soll ich das so groß? Ich mach's mal voll, weil was anderes kriegen wir da eh nicht mehr rein, glaube ich nicht. Hier eine Tür. Und dann den hier hin. Und da auf der anderen Seite Waschbecken und hier einmal den Händetrockner. Sehr schön. Eine Dusche gibt es da noch. Ah, die hat ja da auch noch Platz. Passt ja perfekt rein. Und jetzt noch ein riesiges Fenster. So. Badezimmerfenster schwarz. Na komm, kann man ja mal machen. Kostet ja nur 60. Genügend Luxus für die, weil wenn dann gleich hier eine Armee kommt und uns überrollt, dann haben wir eh keine Chance mehr. So, gut. Der da scheint unterwegs zu sein, nach Hause, genau, der ist am Ausliefern. Einen hat er schon ausgeliefert. Ah, die sind so gesehen recht langsam, wenn man sieht, was da so produziert wird. Wir haben aber auch Tag-Nacht-Zyklus und vielleicht hat sie in der Nacht weniger Autos unterwegs und somit auch ja, eine bessere Chance, dass wir da schneller vorankommen, so gesehen. Ich glaube nicht, dass man in eine zweite Etage bauen kann. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Das können wir, glaube ich, ausschließen. Man kann nur auf dieser Etage bauen. Deshalb, wenn wir hier jetzt ausbauen möchten, müssen wir ein weiteres Grundstück kaufen.
Ich denke, was wir da genau machen, werden wir dann aber in der nächsten Folge sehen. Das war doch ein erfolgreicher Start, würde ich sagen. Wie gesagt, es ist ein interessantes Thema und ich finde die Wirtschaftskomplexität der Kombination finde ich sehr interessant. Dass man da verschiedene Businesses managt und auch schauen muss, dass es bei allen gut läuft. Wir werden sehen, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Lasst gern ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen. Lasst gern ein Abo da, wenn ihr das erste Mal zuschaut. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!